daher freuen wir uns, dass wir auch eine ganze Reihe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt haben. Ich sehe bei mir, es sind fast 40. Das ist schon toll an so einem Abend, der zwar bei uns hier, ich sitze in Brandenburg in einem Häuschen auf dem Lande, ziemlich verregnet ist, und freue mich, dass das Interesse an dem Thema so groß ist. Nicola Borgmann hat es schon vorgestellt, dass es eine Ausstellung und ein Buch gibt zur Architektur in der Oberpfalz, die vierte Auflage. Und von dieser vierten Auflage ist eine zweite Auflage inzwischen erschienen, weil das Interesse und die Auswahl so begeistert hat, dass es sehr schnell vergriffen war. Das zeigt natürlich auch, dass die Oberpfalz als Architekturstandort einfach an Bedeutung immer weiter gewinnt und auch immer weiter wahrgenommen wird. Herr Bricklew, Christian Bricklew, hat ein Vorwort zu unserem Buch geschrieben, und ich möchte ganz kurz daraus zitieren, weil ich finde, er bringt es sehr gut auf den Punkt, was das Besondere eigentlich an der Architektur der Oberpfalz ist. Wenn Reduktion und Opulenz, ideelle Gradlinigkeit und die Wildheit der Naturformen einen gestalterischen Dialog auf Augenhöhe führen können, entsteht offensichtlich eine Harmonie der Gegensätze, die mehr Sinn und Schönheit ergibt als ihre einzelnen Bestandteile. Ich finde, das bringt es sehr, sehr schön auf den Punkt, was die Architektur der Oberpfalz kennzeichnet. Und die Referenten, die wir heute hören, sind auch beispielhaft dafür, wenn auch aus ganz unterschiedlicher Sicht. Michael Kühnlein führt, Nicola Borgmann hat es bereits gesagt, sein Büro in Berching in der Oberpfalz, ist dort verbunden der Landschaft und der Heimat. Und gemeinsam mit seinem Vater führt er dieses Büro jetzt in der zweiten Generation. Viele seiner Bauten entstehen im Kontext mit der historischen Oberpfälzer Architektur als Sanierung, Umbau, Weiterentwicklung oder Ergänzung. Und in seinem Leitbild steht: der verantwortungsvolle Umgang mit dem Bestand ist wesentliche Grundlage unserer Arbeit. Mit einfachen, klaren Gedanken und Konzepten wollen wir ökologisch und nachhaltig planen und bauen. Das ist sein Leitsatz, den er seiner Arbeit voranstellt. An seinen Vortrag wird dann Jürgen Meyer-Haar anschließen mit dem Büro in Berlin und ein international tätiger Architekt, der aber auch in der Oberpfalz in Falkenberg ein starkes Zeichen für die innovative Oberpfälzer Unternehmenskultur gesetzt hat. Also von daher eine spannende Kombination, auf die ich mich sehr freue. Und jetzt starten wir erstmal mit Michael Kühnlein und dem Blick aus der Heimat in die Heimat, die aber trotzdem nichts mit Heimattümelei zu tun hat. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Danke. Vielen Dank für die einführenden Worte. Guten Abend an alle vor den Bildschirmen. Ja, ich habe jetzt irgendwie, wir haben so viele Projekte und ich habe heute nochmal alles durchgeändert und rausgeworfen, weil ich habe ja nur begrenzt jetzt irgendwie 25 Minuten Zeit. Drum, ja. Würde ich sagen, starte ich gleich auf dem ersten Bild. Ich hoffe, Sie können es jetzt alle sehen. Bin ich zu sehen vor dem Ziegenstall? Also ich bin rechts, der Willi ist links. Willi ist unser Ziegenbock und das war so mein erstes Projekt, wo ich auch selbst der Bauherr war. Also nicht nur der Architekt, sondern auch Bauherr. Das war unser Ziegenstall und das Ganze kam so. Meine Frau hat eben drei Zwergziegen mit in die Ehe gebracht und da muss man natürlich als Architekt dann irgendwo ja, kreativ werden und so ist dieser Ziegenstall entstanden. Und das ist aber trotzdem, war eigentlich schon ein wichtiges Projekt und darum habe ich den jetzt auch nochmal mit reingenommen in diese Vorstellung. Es ist jetzt wirklich, wenn man die Ansicht ansieht, nur Block in der Landschaft. Es war am Anfang so, ich habe mir eigentlich überlegt, auf dem Grundstück, das wir da erworben haben in meinem Heimatort, wollte ich schon fast den Zimmerer bestellen und dass er einfach irgendeine Brettsperrholzkiste unter die Bäume reinstellt und die muss man dann auch nicht sehen, so unauffällig. Und dann über Nacht bin dann irgendwann aufgewacht und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann es jetzt nicht sein. Als junger Architekt kann man doch jetzt nicht einfach irgendeine so eine Kiste irgendwo hinstellen, so versteckt, dass man es nicht sieht, unauffällig. Wäre natürlich auch gegangen, aber ich habe mir gedacht, nö, da muss man jetzt irgendwas Einfaches und das muss aber auf dem Grundstück wirken, weil es wirklich am Ortseingang ist und
da muss man jetzt schon irgendwie, ja, es muss schon wirklich an den Ort einfach auch passen, sodass man es eben nicht unbedingt verstecken muss. Und daraus ist eben diese Idee dann über Nacht entstanden, einfach ja, diese 5 cm starken Bretter aufeinander zu schichten zu einem Ziegenstall. Ich habe dann, braucht man natürlich irgendeine Planung und auch, dass man die Längen alle hat. Ich habe die dann gleich im Zimmerer, die hat die durch die CNC-Maschine geschickt, gleich auf die richtigen Längen dann abgelenkt, je nach verschiedenen Farben. Und dann habe ich zusammen mit meinem Schwager, der Zimmerer ist, haben wir das zusammen beim Schwiegervaters Werkstatt oder in seiner landwirtschaftlichen Halle zusammengebaut und dann mit dem Lader aufs Grundstück transportiert. Und so steht es jetzt da und es steht nicht dahinter in den Büschen drin, sondern es steht davor und ja, passt wunderbar eigentlich dahin. Und es war, ja, ist wirklich eines unserer meistpublizierteste Projekt überhaupt. Ist aber das kleinste, aber irgendwie, ja, ganz toll. Und wir sind eigentlich oft davor gesessen am Anfang und haben uns da eine Bank hingestellt und sind da abends davor gesessen, Sonnenuntergang. Und man hat einfach diese gespeicherte Wärme im Hintergrund, diese Massivität vom Holz. Das war einfach ein super Gefühl. Und dann haben wir eigentlich auch gedacht, so muss einmal später irgendwie unser Haus aus der Idee entstehen. Aber da komme ich dann später noch drauf. Das mal von oben, da gibt es also einfache Tür und ein Futterlager innen drin und einfach noch Raum für die Ziegen. Ja. Und die fühlen sich auch wohl, die sind wirklich immer gern im Stall drin und meckern dann einfach, wenn sie nicht rein können, wenn sie irgendwo anders auf der Weide sind. Das zweite Projekt ist dann das Wohnhaus aus Holz. Das ist in Neumarkt, in einem Ortsteil von Neumarkt hier. Das besteht aus zwei Bauteilen oder zwei Häusern eigentlich und einem Zwischenbau. Und das ist das Haus von meinem Bruder und seiner Familie. Und die Vorgabe war eigentlich nur auf dem Grundstück ein ebenerdiges Wohnhaus zu errichten. Also sie wollten keine Treppen oder kein Obergeschoss haben, sondern alles ebenerdig. Das war eigentlich die einzige Vorgabe und dann, ja, dann haben wir das eigentlich so geplant, dass wir sagen, wir haben die Straße, dann gibt es irgendwie diese zwei Trakte mit dem Wohntrakt hier, mit dem Wohnhaus und Garage und da ein kleines Gäste-WC-Speis und da gibt es nur Technikraum und hier in diesem Zwischenbau ist der Eingangsbereich und dann gibt es das zweite Haus, das ist so das Schlafhaus eigentlich oder ja, der Privatbereich dann. Und dann war es nicht zulässig von der Stadt Neumarkt, da irgendwelche Flachdächer oder Pultdächer zu errichten, sondern es sollten Satteldächer sein und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir auch Satteldächer. Das Ganze haben wir dann in Brettsperrholz errichtet. Und der Trick ist schon bei diesem, das ist eine 12 Meter oder 14 Meter lange Brettsperrholzplatte. Und auch der Raum ist eben so lang. Und durch diese Faltung, das ist ja wie wenn man Blatt Papier faltet, dann durch diese Faltung überträgt eigentlich das ganze Dach von einem Giebel zum anderen Giebel. Und wir haben dann keine Stützen oder irgendwelche eingespannten Teile da seitlich braucht, sondern wirklich nur von Giebel zu Giebel dieses Faltwerk. Natürlich haben wir dann schon noch etwas statisch tricksen müssen mit Diagonalschalung drauf und solche Sachen. Aber es hat funktioniert und ist eigentlich wirklich sehr wirtschaftlich. Und wir haben das Gebäude für unter 500 Euro pro Kubikmeter und Badenraum gebaut. Also ich glaube irgendwo für 400, das war irgendwie ein Rekord und war absolut günstig eigentlich, obwohl es gar nicht den Anschein hat. Ja, so sieht es aus von außen. Inzwischen ist es noch ein bisschen mehr vergraut, aber es passt gut in die Landschaft und wir haben drumherum eine Blumenwiese gesät. Mein Bruder hat die gesät, nicht ich. Und ja, es steht einfach als eigenständiges, wie eine Skulptur, eine hölzerne Skulptur dort
und passt eigentlich sehr gut hin. Mein Bruder hat mir mal ganz begeistert berichtet, ja, es sind Leute vorbeigegangen, die haben gesagt, also der das genehmigt hat, der gehört sich an die Wand gestellt und der es geplant hat, der gehört sich eingesperrt und hat gemeint, also da komme ich ja noch gut davon, ich habe Glück gehabt irgendwie dann. Also für manche finden da keinen Zugang, aber inzwischen, also die Nachbarn und alle, da haben sich damit super angefreundet. Es war natürlich am Anfang eine Herausforderung, weil das Gebäude erstmal mit dieser schwarzen Fassadenbahn hinter den Leisten komplett eingehüllt wurde. Dann war es erstmal schwarz. So, dann haben alle gemeint, wird das ein Krematorium oder was entsteht da? Dann haben wir auch noch die Holzleisten drüber genagelt. Dann wurde es irgendwie auch nicht besser. Und es gab aber dann mal diese Architekturen, wo einfach so ein Tag der offenen Tür und dann sind alle rein und haben gemerkt, Mensch, innen ist das Haus ja wirklich hell und lichtdurchflutet. Und also wirkt innen wieder komplett anders wie außen. Und es sind auch innen tolle Räume. Wir haben sie auch zum Garten hin dann wirklich offen mit großen Fenstern und auch zur Straße gehen Fenster raus. Allerdings sind die Fenster eben mit Lamellen. Die Lamellen haben wir einfach drüber gehen lassen, sodass man wirklich von der Straße aus einen super Sichtschutz hat und nur von innen sieht man dann wirklich schön raus. Und das ist dieser Wohnraum, der wirklich super toll ist und großzügig ist. Aus den Resten von den Fassadenausschnitten haben wir dann auch noch gleich die Möbel bauen lassen. Hier den Tisch und auch Couchtisch. Die Elektroinstallation, die ist alles selbst entwickelt und gefertigt. Also mein Bruder hatte dann mit einem befreundeten CNC-Fräser die Steckdosen und Schalter haben wir extra ein Programm entwickelt dafür, Steckdosen und Lichtschalterprogramm. Das Aufputz ist, dass wir nicht durch die Holzwände schlitzen müssen. Und das hat er dann wirklich alles umgesetzt, auch die Leuchten und auch diese Leuchten da, ist eigentlich alles ein Eigenbau. Und wir haben die natürlich dann auch selbst montiert, zusammen mit meinem Bruder, weil einfach der Elektriker da dann wahrscheinlich ausgestiegen wäre oder es wollte mir mal nicht zumuten. Da haben wir gesagt, also sowas, das müssen wir einfach selber machen und das hat eigentlich gut funktioniert. Mein Bruder ist da praktisch sehr versiert. Ja, und so stellt sich der Raum dann dar. Das ist eben dieser große Hauptwohnraum und auch die Sanitärbereiche dann drüben. Also da sieht man jetzt mal diese Leisten. Man hat einen super Ausblick, aber nur wenig Einblick dann eben und da ist auch gleichzeitig Sonnenschutz. Und nur hier haben wir eigentlich auch eine gewisse Verkleidung mit schwarzen Fassadenplatten hier, also auch relativ einfach gehalten, keine Fliesen, ansonsten keinen Innenausbau, die Brettsperrholzplatten, das war ja der Rohbau und das ist gleichzeitig der fertige Ausbau. Also es gab keine zusätzlichen Ausbaugewerke, diese Platten, die haben wir dann auch noch selbst montiert, also und ja, so präsentiert sich es ja von der Hofseite dann auch. Und da haben wir wirklich den Ausblick einfach in die Landschaft raus, während es ja vorne einfach geschlossen ist. Hallo, im Hintergrund ist mein Söhnchen zu sehen. Er schleicht noch irgendwo rum, sollte eigentlich woanders sein. Das nächste Haus ist dann in Diepfurt, der alte Jurahaus. Ich habe ja nach meinem Diplom in Regensburg noch den Master historische Bauforschung draufgesetzt, weil ich schon gemerkt habe, ja, mein Vater, der baut eben viel im Bestand und die Aufgaben im Bestand werden immer mehr und darum eben noch dieses Masterstudium für historische Bauforschung. Und dann habe ich ihn mal so gefragt, ja, Mensch, hast du nicht irgendein Projekt, das wir untersuchen könnten da als Masterthesis? Und dann hat er gemeint, ja, er hätte ein Jurahaus in Dietfurt. Ist jetzt nicht so spektakulär und auch bei unserem ersten Besuch. Dann, ich habe das zusammen mit der Stefanie Bischofberger dann untersucht. Da haben wir gemeint, ja, ist jetzt auf den ersten Blick nicht, gibt es jetzt vielleicht nicht so viel her, aber auf den zweiten Blick war es dann wirklich spannend, sowohl innen wie auch außen. Die Stadt hat immer wieder versucht, das Gebäude dann auch zu veräußern, hat es vom Privatmann gekauft und es wollte aber keiner haben. Also es
sollte dann für 1 Euro verkauft werden, aber es ist ganz schwierig, weil kein Grundstück dabei ist und es steht mitten im öffentlichen Raum. Und da vorne ist so Putz abgeplatzt an der vorderen Ecke, da haben wir dann schon gesehen, aha, da ist irgendwas dahinter, es konnte keiner so richtig deuten, aber irgendwas gibt es da dahinter. Und hier mal nochmal die Situation in Diepfurt. Ich habe die ganze Stadt dann mal so rekonstruiert, so zur Bauzeit um 1715. Und der Grundriss mal, den haben wir jetzt schon freigeräumt, da waren wirklich unzählige Einbauten drin, da waren wirklich lauter kleine Wände, kleine kleinteilige Raumstruktur mit Räumen. Also die haben da irgendwann mal Wohnungsmangel beseitigt und da wirklich viele Wände eingezogen. Das haben wir dann wieder alles rausgenommen, weil es ursprünglich mal großzügig und groß war. Es war eine Metzgerei und sogar dieser Luftraum hier, das war die Einfahrt, da konnte man mit irgendeinem Karren, Ochsenkarren oder Pferdefuhrwerk reinfahren. Und das ist jetzt natürlich ein super Foyer, das zweigeschossig ist. Da oben gibt es, das war der Bergeraum fürs Heu. Unten wurde dann geschlachtet, da sind die Viecher dann irgendwo zerlegt worden. Und so haben wir die Räume eigentlich wieder wie ursprünglich zur Bauzeit hergestellt und war eigentlich super für die öffentliche Nutzung als Kulturhaus und Bücherei eben. Das ist jetzt diese Ecke vorne. Da bin ich dann mit der Leiter mehrmals raufgestiegen, weil Gerüst stand ja noch keins. Und da gab es irgendwo so Kreise. Und die haben sich dann irgendwie mit verschiedenen Radien, die haben sich ja überlagert. Und es gab so Ocker- und Schwarzreste an der Fassade. Und habe dann rumprobiert und auch mit Bauforschern nochmal gesprochen. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, dass das eben so gefüllt war mit diesen, also diese Kreise, das war immer der Radius vom, oder der Kreis ist immer der Radius vom Großen, dann der Kleine. Und dann haben wir das wirklich später am Gerüst gesehen, wie das Gerüst stand, dass das wirklich so dieses Wellenband eben auch ist. Und das nennt man laufender Hund und ist wirklich selten. In unserer Region kommt wohl irgendwo aus dem Tessin oder aus dem Süden, irgendwo haben da wahrscheinlich irgendwelche Bautrupps sich da verewigt. Ich erzähle dann immer, der Metzger hat da die Kirchenmaler irgendwo beherbergt und hat dann gesagt, ihr macht mal ordentliche Fassade und dafür verpflege ich euch dann gut oder kriegt dann ordentliche Brotzeit jeden Tag. Weil nebendran auch zur selben Zeit circa die Kirche barockisiert worden ist. Also es könnte sein, dass da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ja, und so sah das Ganze nach der Sanierung aus und es ist wirklich einfach für die Stadt eine Bereicherung. Und ja, es finden viele Veranstaltungen dort statt, die Bücherei ist drin, es gibt multifunktionale Räume und Gott sei Dank wurde es nicht abgebrochen. Wir haben wirklich viele, da hat mein Vater schon angefangen, in Bürgerversammlungen und Stadtratssitzungen immer wieder die Leute zu überzeugen. Und irgendwann war es dann wirklich so weit, dass mit einer Stimme Mehrheit das Ganze beschlossen worden ist, zu sanieren. Und dann haben wir auch sofort gestartet. Und ja, so sah es vorher wieder aus. Dann, also da war diese Tordurchfahrt im Süden, direkt an dem anderen Gebäude dran. Die kam auch erst während der Bauforschungsphase raus und so sah es dann, oder sieht es halt jetzt aus, ja, mit diesem großzügigen Eingang, alles offen und luftig und toll. Ja, so Stupfputzdetail haben wir natürlich dann auch. Also diese Fassade ist wieder neu drüber kopiert, die ist drunter genauso vorhanden und wir haben die dann eben neu drauf kopiert, weil die alte einfach unten aus konservatorischen Gründen geschützt werden sollte und wir haben sie wirklich wieder so mit der alten Rezeptur hergestellt. Auch der Stupfputz dann, so gestupfter Putz mit einem Nagelbrett wurde der gestupft, haben wir wieder so gemacht, da muss man den Restaurator mehrere Anläufe gebraucht. Am Anfang war das alles, dieser gestupfte Putz wie in Reihe und Glied. Und dann haben wir gesagt, also sie muss sich da trauen, das Ganze lebhafter zu machen und dann ist es wieder wirklich super entstanden. Auch die Innenräume, ja, die Beleuchtung hier oben an der Decke, das ist wieder Eigenbau einfach, weil wir da keine Leuchten gefunden haben, die da passen würden. Hier mal die Zimmerarbeiten, also es waren teilweise auch große Eingriffe, vor allem der Westgiebel, der war eigentlich komplett hinüber, den haben wir wirklich neu erstellen müssen. Hier sieht man mal das Foyer dann, wie es innen aussieht. Oben jetzt dieser großzügige Raum, das waren vorher 4 oder 5 Räume, jetzt ist ein großer Raum für öffentliche Nutzung, Küche ist mit dabei
Und ja, ist wirklich ein Gewinn für die Stadt einfach. Das nächste Projekt ist jetzt aktuell fertig geworden, ist jetzt auch wirklich eine große oder besteht aus mehreren Maßnahmen bei uns in Berching, wo wir unser Büro haben. In Berching gibt es ja einmal diese Vorstadt und dann noch diese historische Altstadt oder die weitere Stadt und da dazwischen läuft dann das Gewässer durch, die Sulz. Und da direkt unmittelbar dran gibt es dieses sogenannte Postareal. Das gibt es ein Hotel Post, barockes Palais eigentlich und wurde dann auch immer wieder erweitert. Da gibt es dann noch so Bauten aus den 80ern mit dran. Und das Ganze stand aber wirklich schon viele Jahre jetzt leer und hat wirklich eine lebhafte Vorgeschichte. Da sieht man es jetzt nochmal. Hier eigentlich das Baudenkmal wurde auch immer wieder erweitert und der Innenhof dann zugebaut. Also es war eigentlich ursprünglich auch ähnlich wie eine Klosteranlage, so ein Vierseithof. Und dann wurde das Ganze 2007 an einen kuwaitischen Investor verkauft, der da ein, ich weiß nicht wie viele Sterne, 5-Sterne-Spa-Luxus-Resort draus bauen wollte. So sah dann der Plan aus, also mit Tiefgarage und da irgendeine Konzerthalle mit drin und ich weiß nicht, was alles. Das war dann die Ansicht. Wurde dann auch so genehmigt, ist wirklich von den Behörden so genehmigt worden. Und dann kam aber die Finanzkrise und dann hat die Stadt das wirklich 2015, glaube ich, hat der Bürgermeister Eisenreich das dann wirklich geschafft, das Areal zurückzukaufen, Gott sei Dank, und hat gesagt, also da machen wir jetzt was draus. Und dann gab es einen Investor, die Familie Amrhein, die dann gesagt hat, wir übernehmen dieses Baudenkmal hier. Und die Stadt war eh schon auf der Suche nach einer Kulturhalle und die entsteht dann in diesem restlichen Grundstück am Wasser entlang. In diesem Plan mal sehen Sie jetzt mal die ganzen Abbrüche. Also alles, was hier rot oder farbig dargestellt ist, haben wir abgebrochen. Das ist alles, sind alles spätere Anbauten aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Und die haben wir eigentlich alle weggenommen, weil die alle störend waren und alle von der Substanz her schlecht waren, waren alle schadstoffbelastet und waren einfach nicht verwendbar. Und wir haben dann dieses barocke Palais wieder geschlossen mit einem Stück Neubau hier in der Ecke. Das war nämlich dann offen. Da sitzt die ganze Haustechnik drin. Und ja, so ist im Erdgeschoss dann Bar, Restaurant und ja, der ganze Gastronomiebereich. Und im Obergeschoss sind dann die Hotelzimmer untergebracht. Und direkt nebenan hat die Stadt Berching dann eine neue Kulturhalle errichtet. Vorne gibt es so einen Biergarten, der ja, teilt sich da diesen so eine Art Vorplatz auch für die neue Kulturhalle. Und hier haben wir dieses Sulz, das Gewässer, das wurde auch mit renaturiert. Und so sieht es jetzt aus, ja, nach der Fertigstellung. Zum einen im Hintergrund jetzt das Hotel Post und vorne die neue Kulturhalle und auch diesen Biergarten oder Vorplatz. Also da ist. Es hat eigentlich letztes Jahr im Sommer hat es schon gezeigt, dass das Konzept so funktioniert, auch mit dem Platz oder der Kulturhalle in zweiter Reihe. Ist ja nicht direkt vorne an der Straße, sondern in zweiter Reihe, aber der Platz war belebt. Ja, man trifft sich hier, das Wasser ist zugänglich, das war ja vorher überhaupt nicht zugänglich. Die Bauten gingen ja komplett bis vorne hin an die Mauer fast, es war nur noch ein schmaler Gehweg und. Ja, es funktioniert und wird wirklich super angenommen. In der Kulturhalle waren jetzt noch nicht so viele Veranstaltungen, aber ich denke, das wird wahrscheinlich jetzt dann auch irgendwann besser werden. Hier mal, so sah vor der Sanierung der Innenhof aus. Also der war dann erdgeschossig überbaut mit dem Flachdach und oben dann nicht mehr. Wir haben das alles wieder rausgenommen. So sieht es jetzt aus. Also wirklich, der Innenhof hat wieder seine ursprüngliche Qualität, wie er mal war. Das ist dann unten so ein Gewölbe, ja, aber auch war schon mal irgendeine Veranstaltungsbar oder irgend sowas drin und wird jetzt wieder für die Bar genutzt. Also
da stimmt, also wir haben es immer wieder rückgeführt auf die ursprüngliche Bausubstanz und mit kleinen Eingriffen dann an der richtigen Stelle hat es einfach gut funktioniert. Hier sehen wir mal diese Bebauung, wie sie vorher dort stand mit diesen Bettenburgen aus den 80ern und die waren auch vom Niveau her völlig unterschiedlich und dann kommt man einfach, also wir sanieren wirklich viel, aber in diesem Fall haben wir wirklich mal gesagt, das muss man einfach abbrechen und dadurch wurde auch dieser Ort gestärkt durch, manchmal muss man einfach was wegnehmen, um andere Sachen wieder ins rechte Licht einfach zu rücken. Und auch die neue Kulturhalle mit dem steilen Satteldach ist angelehnt an die Berchinger Speicherscheunen eigentlich und ist ein Holzbau. Also wir haben hier rechts zum Baudenkmal drüber, weil wir hier an der Grenze sind, einen Stahlbetonanbau und auch hinten der Backstage-Bereich ist in Beton. Aber der Rest, diese Halle, ist eigentlich eine reine Holzkonstruktion. Und das Besondere ist hier eigentlich auch, dass diese Konstruktion, dieses Holz wurde im eigenen städtischen Wald geschlagen. Also wir haben da Holzliste erstellt, zusammen mit dem Statiker. Dann wurde das Holz eingeschlagen, wurde vom örtlichen Säger aufgeteilt oder aufgetrennt und gesägt in die entsprechenden Querschnitte. Und der Berchinger Zimmererbetrieb hat das Ganze dann abgebunden und aufgestellt und montiert. Also hat wunderbar funktioniert. Da gab es auch viele Kritiker und ein Zimmerer hat dann gemeint, ja, und man sollte doch das Holz verkaufen und stattdessen irgendein Leimholz kaufen und das verwenden und nicht das eigene Holz verwenden, weil es reißen kann. Ja, klar, es gibt auch irgendwo Risse drin, aber es passt gut und das ist einfach ein Musterbeispiel, dass man nicht immer, auch die Holzbauten, dass die gar nicht immer über irgendwelche Industrie, über die Industrie vermarktet werden müssen, sondern dass man auch die Holzbaustoffe, die haben wir alle in die Wälder draußen stehen bei uns und die kann man einfach auch auf dem kurzen Wege verwenden. Gerade jetzt ist das wichtig, wir hören es ja alle, die Holzpreise explodieren, also die Holzproduktpreise, ja, die sind ja immer die industriellen Produkte. Und wenn wir uns wieder trauen oder wieder mehr trauen, die ursprünglichen Materialien zu verwenden, ohne diese industrielle Veredelung, die es nicht immer braucht, ist manchmal sinnvoll und gut, aber man muss sich einmal trauen, wieder einen normalen Balken zu bauen und wenn der zu verbauen und wenn der mal irgendwo einen Riss kriegt, dann ist es halt einfach so. Dann gibt es so Diagonalschalung noch mit drauf und wir haben es relativ nüchtern gehalten, die ganze Halle. Also wirklich, es ist ja Ersatz zu dieser Kulturfabrik, die es schon lange gibt, dieser örtliche Kulturverein da gegründet hat und drum auch wirklich ganz, ganz schlicht und ganz einen industriellen, schlichten Rahmen. Hier auch wieder nur eine Art Rohbau, der das gewisse Etwas einfach hat. Wir haben ein sehr begrenztes Budget gehabt, haben das aber wirklich in dem Rahmen, in dem Kostenrahmen umsetzen können. Die Sanitärräume auch absolut nüchtern und einfach, also wirklich ganz, ganz simpel mit Sichtbeton hier, Fliesen, Edelstahlarmaturen. Und so sieht das Ganze jetzt abends bei Beleuchtung aus und ich glaube, es ist wirklich für Berching ein wahnsinniger Gewinn. Dieses ganze Quartier hat einfach gewonnen, die ganze Stadt, weil einfach Leben wieder in diesem Quartier eingezogen ist, das jetzt wirklich jahrelang brach dargelegen hat. Ja. So, dann das letzte Projekt ist mein eigenes Haus, da sitze ich jetzt auch gerade drin. Das ist ja entstanden aufgrund, mit diesem Ziegenstall, wie eingangs schon erwähnt, also diese massive Blockbauweise, die hat mich irgendwie fasziniert vom Ziegenstall und auch an den alten Jurahäusern, die gibt es auch bei uns im Altmühltal und auch in der Oberpfalz, hier im Nachbarort, habe ich mal ein Foto im Freilichtmuseum Neusapperschen gefunden, da gab es auch so mit dieser flachen Dachneigung und dann gab es hier so einen Blockwerkskranz und auch dieses horizontal abgesetzte Giebeldreieck dann, also sind ganz rassige Architekturmerkmale.
Und die haben mich einfach inspiriert für unser Wohnhaus jetzt. Das sitzt da am Ortseingang. Die Bäume haben wir eigentlich so gut wie alle erhalten. Da habe ich als Kinder schon, als Kinder haben wir da schon drin gespielt in dem Wald. Und darum war es mir auch wichtig, die Bäume dort zu erhalten und das Haus so reinzusetzen, dass man wirklich, ich glaube, wir haben 3 oder 4 Bäume nur rausgeschnitten. Auch die Garage ist so gesetzt, dass die rundherum direkt an die Bäume anstößt. Aber die Bäume waren zuerst da und darum haben ja auch das Recht zu bleiben und werfen auch einen guten Schatten. Und dann ist eben so, also dieses Haus ist jetzt so konzipiert, im Endeffekt aus lauter Kuben, aus lauter kleinen oder aus lauter Ziegenställe, die dann übereinander geschichtet sind, in Erdgeschoss und Obergeschoss. Und in den Zwischenräumen, die Zwischenräumen sind dann die Wohnräume und in diesen Kuben drin sind dann immer die Nebenräume, die wie Speis, WC, Lagerraum, Abstellraum, ja. Und dann gibt es hier noch einen kleinen Erdkeller drunter, um einfach hier diese Terrasse oben dann mit dieser Außentreppe runter, dass man, der ist auch aus Abbruchmaterial erstellt, von der Baustelle mal so Steinquader, haben wir dann mal auf Seite fahren lassen, weil die sonst verschreddert worden wären. Und so sind auch teilweise wieder Abbruch- oder Recyclingmaterial da drin mit verbaut, weil man es einfach über die Jahre sich bei uns auf dem Grundstück angesammelt hat. Ja. Genau, und so ist es eigentlich eingeteilt in 1, 2, 3 Zonen und auch vom Grundriss her dann in so eine Dreischiffigkeit, wie die alten Jurahäuser, hier mal so das Modell. Also es spitzt dann eigentlich nur so aus diesem Baumbestand raus mit dem Giebel. Und dann habe ich es mal auch noch so gebaut mit dem Holz einfach. Und es wirkt als Modell schon einfach super. Hat schon als Modell eine super Atmosphäre, weil es schon diese Massivität vom Holz vermittelt. Das war dann 1 zu 50, das Modell. Das war dann echt schon einfach super. Und da sieht man es jetzt, diese Holzkuben. Und bei der Blockbauweise, das war dann auch so ein Experiment am Ziegenstall, muss man einfach aufpassen, dass man möglichst immer geschlossene Konstruktion hat, also da keine offenen Ecken oder Wandscheiben, sondern immer in sich geschlossene Kuben oder Körper. Und darum eigentlich so hat sich auch dieses Konzept so entwickelt, dass man mit diesen Volumen die Zwischenräume dann aufspannt, weil Wandscheiben sind immer instabil und weich und man braucht immer die Ecken, sind einfach im Blockbau ganz wichtig. Und darum ja, eigentlich diese Grundrissstruktur, wie sie jetzt endlich so entstanden ist. Wir haben immer versucht, die Grundrisse oder die Maße ja so zu optimieren, dass die Räume nicht so groß sind. Ich glaube, die haben 12 bis 14 Quadratmeter oder so, sind gar nicht so groß, aber dadurch, dass man immer noch so einen kleinen Raum mit dazu hat, funktioniert das eigentlich recht gut mit den Nebenräumen dann noch. Und wir haben uns dann auch entschieden, im Obergeschoss zu wohnen. Man kommt hier rein, im Erdgeschoss sind die Schlafräume, Bad, Schmutzschleuse zur Garage raus und im Obergeschoss eigentlich die Küche. Ich sitze gerade hier jetzt im Büro und Wohnbereich, Essbereich und hier noch eine große Terrasse nach oben raus, weil man einfach bei uns hier oben dann wirklich zwischen den Bäumen drin sitzt und den schöneren Ausblick hat. Ich habe dann auch von den bayerischen Staatsforsten das Holz bezogen. Sind wir zusammen in den Wald rausgefahren, haben den ersten Baum umgeschnitten. Der war aber noch viel zu klein. Also die Querschnitte von den Balken sind 20 mal 20 Zentimeter und die Bäume mussten quasi geviertelt werden, weil wir ja den Kern raustrennen wollten, dass sich die Balken einfach nicht zu sehr verziehen und reißen. Da steht meine Tochter mal davor, also die haben dann alle mindestens 1 Meter Durchmesser gehabt, dann diese Fichten. Das war dann schon ordentlich, aber es hat funktioniert. Die Förster haben Spaß dran gehabt. Da liegt dann der Holzhaufen mal am Sägewerk. Der Zimmerer hat dann diese Kuben vorproduziert in seiner Halle und dann sind sie so eigentlich auf die Baustelle gekommen. Also schon immer die fertigen Kisten und genau, da schweben die dann nach und nach ein und dann ja, stand es relativ schnell, weil war dann eigentlich relativ schnell fertig. Und das war dann eigentlich schon alles. Also nur noch die Kleinigkeiten
Tätigkeit am Böden, Haustechnik und Fensterscheiben, es hat sich dann schon noch hingezogen. Und man muss auch schauen, weil sich das Ganze ja setzt. Also es hat sich, das ganze Haus hat sich schon 3-4 Zentimeter zusammengesetzt. Und da muss man schauen, dass man eben, wir haben die Fensterscheiben vor die Decken gesetzt, dass die entsprechend da Spiel haben. Genauso mit den Türen und mit allem. Also ist alles immer irgendwo in Bewegung. Ich habe jetzt gesehen, im Sommer oder bei dem feuchten Wetter jetzt hat sich das Ganze wieder etwas nach oben verschoben. Also es geht immer auch mit den Jahreszeiten. Dieses Holz quillt und zieht sich zusammen, je nach Jahreszeit. Hier mal nochmal so Innenraum einfach. Das ist der Wohnbereich dann. Ja, aber eben wieder mit diesem Holz, und das vermittelt einfach eine super Atmosphäre im Innen wie außen. Hier mal so, als sieht man mal, wie es so am Ortsrand sitzt. Hier mit dieser Treppe, da unten der Ziegenstall. Von vorne einfach hier die Terrasse, da haben wir dann auch diese Lamellen, dass man einfach diese Kuben auch nach oben zieht, mit als Witterungsschutz, Sonnenschutz, weil das ja die Westseite ist, und auch Wind- und Regenschutz, zumindest ein bisschen. Und ja, das Ganze ist dann gegründet auf diesen Pfeilern. Also ist teilweise alles, was draußen ist vom Erdreich, ist mit unterkellert. Das heißt, eine Zone vom Grundriss her, die Vorderste ist mit unterkellert, und da ist eigentlich ein nur toller Raum entstanden drunten. Das Bruchsteinmauerwerk habe ich dann selbst als gelernter Maurer hier vermauert. Das war auch wieder Abbruchmaterial vom Hotel Post dann im Berging drin teilweise. Das wäre einfach sonst entsorgt worden, und da habe ich halt dann mal mit meinem Bruder dann wieder einige Karren voll Material herbeigeschafft. Und dann schließt sich der Kreis eigentlich wieder und bin ich schon am Ende. Man sieht den Ziegenstall jetzt da im Vordergrund. Das war eigentlich so das Vorbild auch für das Wohnhaus. Und wir fühlen uns alle wohl hierin, und wir sind zufrieden in unserem Haus. Und damit bin ich eigentlich am Ende. Und ich glaube, auch mit der Zeit will ich gar nicht länger rumreden. Frau Baumeister, das Wort ergreift. Ja, ich habe gerade schon auf die Uhr geschaut. Wir sind wirklich schon ein bisschen knapp jetzt, aber ganz herzlichen Dank erstmal. Ich kenne ja einige Ihrer Bauten, weil wir sie ja nicht nur in dem Buch zur Oberpfalz dokumentiert haben, sondern auch schon einige Baukulturführer von zum Beispiel dem Hotel Post, dem Kulturhaus Dittfurt gemacht haben. Also von daher kenne ich einige Bauten, aber vieles von dem, was Sie jetzt nochmal gezeigt haben, war auch für mich neu und eindrucksvoll, und besonders also Ihr Umgang mit dem Werkstoff Holz. Das ist, glaube ich, etwas, was Ihre Arbeit in ganz besonderer Weise kennzeichnet. Es ist einfach nicht nur dieser Aspekt der Nachhaltigkeit und der im positiven Sinne Einfachheit, sondern auch diese Ursprünglichkeit, ja, dass man wirklich zu dem Produkt in der Urform letztendlich zurückfindet und es so wieder einsetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Bauten ganz besonders kennzeichnet. Neben den Bauten natürlich, die im Bestand im Sanierungsbereich ganz vorbildgebend sind. Und man kann wirklich froh sein, dass der kuwaitische Investor nicht zum Zuge gekommen ist. Denn wenn man diese Zeichnung sieht, dann fragt man sich, ob die Akzeptanz, und das wäre jetzt eine kleine letzte Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, ob dieser Aspekt der Akzeptanz, wenn so etwas genehmigt wird, auch in der Bevölkerung angekommen ist. Sie haben gesagt, das Ziegenstallprojekt, die Ziegen finden super, aber schon das Wohnhaus Ihres Bruders, das hat doch erstmal zu einem gewissen Befremden geführt. Ist das, was in der Architekturkritik ankommt, im positiven Sinne, dass die Oberpfalz eine Architekturregion im positiven Sinne wird, auch etwas, was von der Bevölkerung mitgetragen wird aus Ihrer Sicht? Ja, eigentlich voll. Und ich bin auch da eben, oder da sind wir schon bemüht, dass wir jetzt nicht irgend so extra vagante Bauten da reinstellen in unseren ländlichen Raum. Ich schätze die Architektin Zaha Hadid natürlich, aber das ist natürlich eine ganz andere Richtung, wenn man solche Sachen baut. Und da, glaube ich, wäre vielleicht der Zugang dann nicht so. Aber wenn man es schafft, wirklich einfache Gebäude zu bauen, die
die Bevölkerung auch wirklich mitnehmen. Also die meisten, die da vorbeilaufen, sind ja keine Architekten, sondern das sind alle Leute, die bei uns hier irgendwo wohnen. Und wenn die dann wirklich auch kommen und sagen, Mensch, schöner Ziegenstall oder ein schönes Haus oder sowas, das ist dann eigentlich die größte Anerkennung. Das ist dann noch besser wie die Architekturkritiker, weil dann weiß man eigentlich, dass man es richtig gemacht hat, dass man wirklich auch die Bevölkerung trifft. Man will ja nicht irgendwie folkloristisch oder ja, es gibt ja auch irgendwie, wir wollen ja nicht irgendwelche Toskanerhäuser oder sowas bauen, dass man sagt, ja nur, dass man möglichst den breiten Geschmack der Bevölkerung trifft, sondern wir versuchen ja schon mit Architektur auch die immer mit Musterbeispielen voranzugehen und da die breite Bevölkerung mitzunehmen. Und da muss man einfach schon sehr behutsam bauen und sich überlegen, wie sehr oder wie abstrakt bauen wir oder ja, wie geht man da ran, dass das wirklich hinterher für alle Bevölkerungsgruppen wirklich auch passt in die Landschaft und nicht nur für die Architekten oder die Architekturkritiker dann. Ja. Ich glaube, das ist eine prima Überleitung, dieser Aspekt. Wie passt es denn? Damit kommen wir nämlich zu unserem nächsten Beitrag und ich würde jetzt einfach mit Blick auf die Uhr, Nicola, bitten, unseren nächsten Referenten Jürgen Meyer-Haar vorzustellen, der ja mit einem Projekt, was, glaube ich, ganz anders geartet ist, trotzdem eine hervorragende Architektur geschaffen hat und etwas einen Akzent gesetzt hat, der sich von Ihren Arbeiten wesentlich unterscheidet, aber durchaus in dieser Region seine Berechtigung hat. Nicola, jetzt habe ich noch mit Fragen das Ganze noch weiter verzögert. Ich hoffe, du verzeihst es mir und bist jetzt auch im Bild zu sehen. Hast eine ähnliche Balkendecke wie ich im Hintergrund. Also von daher ist Mallorca gar nicht so viel anders als Brandenburg. Du bist hast das Wort. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Herr Kühnlein. Vielen Dank, Michael Kühnlein. Ich sehe schon, du bist aus dem Bildschirm rausgegangen. Jürgen, ich bitte dich jetzt gleich mal, deine Bildschirmpräsentation zu starten im Hintergrund, derweil ich dich hier gerne vorstelle. Man muss dich ja gar nicht so sehr vorstellen. Du bist weltbekannt, ein gebürtiger Stuttgart mit Büro in Berlin. Hast du in Stuttgart, in New York und in Princeton studiert, hast weltweit gebaut, Bauten ganz unterschiedlicher Größe und es sind nicht nur Bauwerke, dein Büro arbeitet eigentlich also an der Schnittstelle zwischen Architektur, Kunst, Kommunikationsdesign und den neuen Technologien, also ein sehr breites Spektrum, Bauten ganz unterschiedlicher Größe. Und du hast jetzt auch in der Oberpfalz deinen ersten Bau realisiert in Falkenberg. Erzähl uns doch mal kurz, wie es dazu kam und wie du diese Region der Oberpfalz empfunden hast. Du hast ja auch schon viel in Regionen gebaut. Deine Architekturen wirken zwar urban, aber stehen sie doch sehr oft eben in ländlichen Regionen. Also ich hab deine Bauten erstmals live in Georgien kennengelernt und die Landschaft hat ja auch was zum Teil ähnlich Elegisches sogar wie die Oberpfalz. Vielleicht von daher passen sie da eben so gut hin, obwohl man sie keinesfalls als bodenständig bezeichnen kann. Aber nicht nur das Bodenständige, glaube ich, begeistert die Menschen, wie Michael Kühnlein gerade sagte, sondern sicherlich auch deine Bauten. Jürgen. Ja, Nicola, vielen Dank. Beide Nicolas, vielen Dank. Ja, es ist spannend, in dem Kontext auch unsere Architektur zu zeigen, weil natürlich Oberpfalz für uns eher eine Entdeckung war. Kein Ort, wo man zumindest so automatisch durchfährt oder dran vorbeikommt. Und von uns auch immer wirklich fast eine Tagesreise war. Also von Berlin mit dem Zug dauert es dann doch fast schon 5,5 Stunden, bis man in der Oberpfalz ankam, also in Falkenberg, wo wir das Projekt realisiert hatten. Und es war schon beeindruckend zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit und auch Verbundenheit von Bauherrschaft, Firmen, auch Mitarbeiter, die bei IGZ arbeiten, doch alle eine sehr starke emotionale Verbundenheit gezeigt haben und das sehr beeindruckend war. Ich weiß nicht, sieht man die Präsentation, weil ich hatte gerade Schwierigkeiten mit der Security. Nicht, kann man das erkennen? Nicht als Fullscreen, aber man kann, ja. Wenn du noch... Ja, weil ich habe es jetzt schon als Fullscreen eingestellt. Ich gucke nur mal, ob das noch geht. Ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr das besser sehen könnt.
Ich kann es jetzt auch nicht weitermachen, komischerweise. Dann geh nochmal wieder raus. Wenn du nochmal auf Stoppen gehst oben in den Balken und dann das PDF zuvor schon als Fullscreen. Genau, das PDF vorher schon als Vollbild, oder? So habe ich es gerade gemacht. Du musst es vorher schon als Vollbild öffnen auf deinem Rechner und dann noch. Achso, okay. Okay, dann gucke ich nochmal. Moment. Ja, da ist es eigentlich schon als Vollbild da. Ja, und jetzt nochmal als auf Bildschirm freigeben. Das Problem ist, wenn ich es als Vollbild mache, dann sehe ich euch nicht mehr. Ja. Jetzt gucke ich, wie ich es hinkriege. Nee, das ist tatsächlich so. Du siehst uns dann nicht mehr. Aber ja, aber dann kann ich es auch nicht mehr anklicken danach. Dann kann ich. So, aber erst. Wir hatten das doch. Das ging doch. Versuch mal, ob du jetzt weiterschalten kannst, dann ist es doch okay. Ja, ich gucke mal, ist das Vollbild? Nee. Jetzt geht's, oder? Also Vollbild ist bei mir nicht. Nee, bei mir ist Vollbild. Aber seht ihr das ganze Bild? Ja. Okay. Ja. Kannst du denn weiterklicken? Schau mal, ob du weiterklicken kannst. Also bei mir funktioniert es auf dem Bildschirm, bei euch auch, dass ich weiterklicke? Nee. Bei mir steht's. Bei mir auch. Ja, steht. Typisch. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es funktioniert. Wir hatten das auch so schön zusammen. Aber in der Oberpfalz funktioniert es, weißt du? Ja. Du warst, haben, bist du auch zunächst auf Vollbild gegangen? Ja, habe ich gemacht. Moment. Haben Sie zwei Monitore hier mal? Aber was sieht man denn jetzt? Sieht man jetzt das Bild? Man sieht ein Bild, ja. Das IGZ Falkenberg. Genau. Jetzt kommt, jetzt geht's, jetzt geht's. Dann lassen wir es so. Okay. Super, alles klar. Vielleicht jetzt noch den Pfeil nach rechts. Dass man die rechte Seite ausblenden kann. Tiefer. Da muss genau. Ich wieder Nicola wegschieben. Das hier? Ja, genau. Du musst mich wegschieben. Ja, bravo. Okay. Jetzt hat's. Ja. Soll ich mal riskieren, Vollbildmodus zu machen? Nein, mach das so. Lass so. Ist gut. Ja. Doch, jetzt geht's ja, oder? Geht. Ja, super. Ja, also wir kamen nach Falkenberg. Eigentlich beim BDA. Und das war ein unglaublich interessanter Austausch und ein spannender vorgestellt oder uns mitempfohlen für einen Wettbewerb für die Erweiterung dieses IGZ-Campuses. Und was man jetzt sieht auf dem Bild, ist sozusagen erst als Einstiegsfoto gedacht, um zu sehen, wie das Gebäude sich so aus der Landschaft heraushebt und diese Oberpfalz unter dem Gebäude durchspült. Allerdings, natürlich gibt es einen ganz klaren Einstieg und einen Eingang. Aber es ist schon so, dass es eigentlich ein Baustein war einer Serie von Baukörpern, die durch verschiedene Historien eigentlich entstanden sind. Wir können keinen Ziegenstall bieten, aber es entstand in der Scheune. Also der Mythos IGZ begann in einer Scheune als Softwarefirma, die eben für Logistik und andere Bereiche komplizierte Softwareprodukte anbietet. Und man sieht hier den Punkt, also es von Berlin nach Falkenberg sieht gar nicht so weit aus, aber es dauert schon eine gewisse Zeit und ist natürlich für uns immer ein wunderbarer Ausflug gewesen in die unglaublich schöne Natur, auch die so materialverbunden ist, also dieser Granit, den man dort findet, die Bäume, diese auch saftigen Wiesen, das war schon immer noch ein Mehrwert in der Bearbeitung des Projektes. Ein Blick auf Falkenberg, sieht man hier die Burg, die auch wieder aufgebaut wurde, die war eben über das letzte Jahrhundert dann schon zur Ruine verkommen, wurde von Brückner und Brückner wieder rekonstruiert. Darf ich kurz gehen? Ja. Ich sehe das jetzt nicht, dass das Bild weitergeht. Sehen ja, gerne. Ja, nee, das Bild steht. Das Bild steht. Ja. Aus dem Volk. Was seht ihr für ein Bild? Das zweite. Das erste Bild. Achso, gut. Und jetzt geht es jetzt weiter? Ja. Jetzt gut. Ja. Jetzt ist gut. Also. Gut, also das ist jetzt hier unser Einstiegsbild. Dann sieht man hier nochmal den Haupteingang für das neue Hauptgebäude für den IGZ-Campus. Das wäre der Ort, wo es liegt, für die, die nicht aus der Oberpfalz kommen und
Wir haben, wie gesagt, immer diesen Weg von Berlin nach Oberpfalz einerseits natürlich genossen, weil es immer ein Blick in die Natur war und auch in so eine Art ländliche, so, ja, qualitätvolle Gegend, die auch mit dem Gastronomie und mit der Bierkultur und mit auch einfach der generellen Verbundenheit zu dem Ort schon sehr beeindruckend war. Und das ist jetzt das Bild von Falkenberg mit der Burg, die hier in der Mitte schon sehr stark den Ort prägt, der eben, wie gesagt, die kaputt war, wieder aufgebaut wurde von Brückner und Brückner. Und das ist nochmal ein anderer Blickpunkt, als, ja, wo man erkennen kann, eigentlich, wie die Landschaft, die Architekturen und die Kommunen sehr stark umrahmt und einbettet. Und das ist jetzt der Blick auf den Campus, wo man die ersten drei Bausteine, die auch von Brückner und Brückner entwickelt wurden, erkennen kann und unser Gebäude eigentlich wie so eine Art Fortführung dieser DNA zu verstehen ist. Der Wettbewerb war damals eigentlich so ausgerichtet, dass wir auf Basis dieser ersten Riegel, die den Hang hinaufstufen, die Idee dieser Arbeitseinheiten, die IGZ auch auszeichnet und die sie weiterführen wollten, übernommen haben und das dann nach und nach in eine andere Art von Struktur eingebettet wurde. Man erkennt auch bei den ursprünglichen Gebäudetypen schon immer diese Naturverbundenheit durch das Material des Granitsockels oder der Granitmaterialität und diesen Aufbauten aus Holz oder diesen einzelnen Bausteinen aus Holz, diese Rahmen, die aber dann mit einer gewissen Art von Lackierung wetterfest gemacht wurden, beziehungsweise eben auch wetterbeständiger gemacht wurden. Wobei das Holz selber an sich eigentlich diese Lackierung oder diese Dasierung nicht bräuchten. Aber dadurch entsteht trotzdem eine Art von, sagen wir, Permanenz, die über das Holz mit der Verwitterung natürlich einen anderen Eindruck machen würde. Hier sieht man nochmal sozusagen unseren Beitrag und unsere Neuausrichtung des Campuses. Im unteren linken Bereich die drei Baukörper, die von Brückner und Brückner entwickelt wurden. Und dann der Masterplan, wie er ursprünglich gedacht war, in der Erweiterung. In unserem Beitrag dann zu dem damaligen Wettbewerb haben wir diese Ausrichtung um 90 Grad gedreht. Hängt einmal auch mit der Topografie zusammen, die dort oben den Scheitelpunkt hat und dann wieder nach unten fällt. Zum Zweiten aber auch, dass man die Büros eher eine Art Ost-West-Ausrichtung hat, das heißt vom Wärmeeintrag eher positiver zu betrachten sind, weil doch Büros in beide Richtungen angelegt sind und somit auch die Belichtungssituation vergleichsweise gleichmäßiger über die Gebäude entwickelt wird. Das Ganze ist aber auch ein Campus, der sich nach und nach natürlich weiterentwickeln wird. Die Firma ist sehr dynamisch wachsend und dementsprechend sind wir jetzt am ersten Baustein wieder für den nächsten Schritt, der sozusagen auch in die Zukunft guckt und vielleicht auch langsam mit einer neuen Generation von in der Firma aus der Familie dann weiterentwickelt wird. Insofern war auch der Dialog mit den beiden Chefs und dann auch mit der nächsten Generation ganz wichtiger Austausch und auch die Mitarbeiter, die von IGZ an dem Projekt beteiligt waren. Es war mit unglaublicher, sagen wir, Euphorie, Intensität, aber auch wirklich so eine Art von, weiß nicht, Dedication, also so eine Art Verantwortung, die auch wirklich für das Produkt und für die Umsetzung auch als räumliche Erfahrung des Arbeitens fast einmalig. Also haben wir selten so erlebt in dieser sehr, sehr auch ernsthaften, aber auch wirklich kreativen Zusammenarbeit. Im ganzen Kontext sieht man schon nochmal, dass es ein ganz schöner Maßstabssprung ist. Also dieser EGZ-Campus ist natürlich einfach eine andere Art von Volumen. Dort wird produziert. Es ist auch wirklich so eine Art Hidden Champion im größeren Kontext. Also die Mitarbeiter kommen wirklich von einem Radius, der bis wahrscheinlich zu einer Stunde Autofahrt am Tag auch bedeutet. Und dann eine Art von Firmenkultur entsteht, die also wirklich über Jahrzehnte wahrscheinlich besteht, als Zusammenarbeit zwischen Firma und Mitarbeitern. Das sind noch ein paar Bilder aus der Wettbewerbsphase, wo man erkennen kann, wie sich das Hochtreppen der einzelnen Baukörper dann oben nochmal wie so eine Art, ja, so eine Krone bekommt und mögliche Szenarien für eventuelle Erweiterungen für andere Bauformen und Nutzungselemente, die noch auf den Campus kommen. Wir haben uns eben auch an der Scheune orientiert als eine Art von Referenz und Auseinandersetzung, wie das architektonisch umzusetzen
wäre oder wie auch so eine Idee der Verankerung in die Geschichte oder in die lokale Baukultur mit einer Neuinterpretation dann in die Zukunft weisen kann. Und diese Fachwerkstruktur ist ein Element, was uns spannend vorkam. Einmal, weil es eben strukturell funktionieren kann, aber eben auch aussteifend. Es gibt eine Art von Identität und es war auch eine Herausforderung zu überlegen, wie sowas eben anders interpretiert und räumlich interpretiert werden könnte. Das war dann dieses Bild aus dem Wettbewerb, wo wir, man sieht es hier schon, diese Arbeitseinheiten, diese Cluster, wie IGZ meistens arbeitet, in bestimmten Arbeitsgruppen übernommen haben, auch aus dem Bestand. Und die aber dann über diese Schrägen miteinander verwoben werden, verbunden werden. Also auch ein, sind wir vielleicht, Bild dafür, wie eine Art Netzwerk an Wissen und an Zusammenarbeit über die Architektur auch in irgendeiner Form bildlich werden kann. Also diese Abgeschlossenheit der Einheiten funktioniert zwar projektweise, trotzdem gibt es aber natürlich auch Überschneidungen und Flexibilitäten in den einzelnen Gruppen zusammenhängen. Wichtig war mir aber auch nochmal zu zeigen, dass das Ganze nur so schnell realisiert werden konnte, weil einfach die Wege relativ kurz sind und auch das Vertrauen der einzelnen Partner, die an so einem Projekt arbeiten, extrem groß ist. Also wir haben in einer sehr kurzen Zeit die Baugenehmigung bekommen. Vor ungefähr 3 Jahren war der Wettbewerb und die ganze Bauzeit war weniger als 2 Jahre. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie schnell das umsetzbar war. Und auch alle Firmen, die man jetzt hier so aufgelistet sehen kann, sind Firmen, die meistens aus der Gegend kommen, also lokal produziert, lokal umgesetzt, mit ein paar wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel die Firma Zypling Timber, also der Holzbau, der kam dann aus Aichach, also aus anderen Regionen in Bayern. Und Steelcase sitzen in München, beziehungsweise aus Amerika, die eben die ganze Büromöbel-Thematik hauptsächlich betreut und bearbeitet hat. Aber ansonsten sind es doch sehr lokale Netzwerke, die vielleicht auch gerade so gut Hand in Hand arbeiten, auch mit einem unglaublichen Anspruch an Qualität, an Umsetzung, die man, also wir selten so erleben und vor allem so unkompliziert erleben. Also wo alle von der Grundstruktur her einfach ähnlich denken und sich sozusagen die Hand in die Hand geben. Das war wirklich beeindruckend. Dann sieht man auch sehr schnell eigentlich, wie der Baukörper entstanden ist. Wir hatten, wie gesagt, vor 3 Jahren im März, glaube ich, den Wettbewerb gewonnen. Die Überarbeitung ging dann bis im Juni und wir hatten dann die Baugenehmigung schon, glaube ich, Ende August, Anfang September. Und dann ging es auch sehr schnell los, weil einfach auch der Wachstumsdruck in der Firma so groß war, dass da einfach schnell Raum zur Verfügung stehen musste für die Erweiterung oder für die Mitarbeiter. Was man erkennen kann, ist, dass wir natürlich immer alles sehr schnell auch in 3D gebaut haben, um zu kommunizieren mit den Firmen, aber auch mit den Bauherren. Und dementsprechend auch die Idee, wie diese Diagonalen zum Beispiel auch raumwirkend sind für den Foyerbereich, sehr schnell verständlich war. Wir haben das Ganze als Betonskelett, also Ortbetonskelett gebaut. Wobei dann diese Holzelemente hauptsächlich an der Fassade zum Zug kamen und aber auch in den strukturellen Elementen, die die größeren Dimensionen hatten. Das Holz war dann zum Teil, oder die Diagonalen auch zum Teil tragend, also statisch, zum Teil war es aber auch nur aussteifend. Und ganz oft auch sind es einfach Bereiche, die sich gegenseitig, also wo der Rahmen, der davor hängt, dadurch eine Stabilität bekommt, sodass sie eben auch als Außenbereiche mit benutzt werden können oder nutzbar werden. Also es ist jetzt nicht eine eindeutige Erklärung, warum das Holz in welcher Form eingesetzt ist, aber es hat natürlich in gewisser Weise immer eine Art von Funktion oder Funktionszusammenhang in Kombination mit dem Beton. Es gab dann auch Fassadenmuster, die wir vor Ort aufgestellt hatten, gerade auch um das Materialität mit den Bestandsgebäuden zu vergleichen und anzupassen. Auch hier sieht man schon diese graue Beschichtung des Holzes, das sind Kertoplatten, also die massiven Kertoelemente sind an sich schon wetterfest, aber durch diese Beschichtung kommt noch so eine zusätzliche, sagen wir, visuelle Stabilität dazu, sodass es eben auch innerhalb des Campuses sich fortschreibt und dementsprechend auch die Einheit mit dem Gesamtkomplex verständlich bleibt. Alles wurde dann auch immer in 3D natürlich gebaut, bis auch in die Innenräume. Wir haben hier ganz spezielle Möbeleinbauten auch im Foyer. Also dort wird dann die Struktur, die man außen erkennt, nochmal
organischer und in Holz gefeintuned, also kleiner und weicher formuliert, sodass eben auch dieser Empfang einen wirklich so wie umarmt, wenn man in den Innenbereich kommt. Man sieht auch gleich noch Fotos dazu, aber das Ganze wirklich so als Prototypen eigentlich entwickelt, weil wir sowas gerade eigentlich noch nie gemacht hatten. Das heißt, diese ganzen Möbel nehmen die architektonische Sprache auf und übersteigern sie dann nochmal in eine Art von, ja, so ein weicher Einbau, der sich in dieses Foyer legt. Also hier der Anlaufpunkt, also dieser Meeting Point, der auch dann für Besucher zur Adresse wird, wenn man in den ganzen Campus kommt. Dann auch Sitzelemente oder auch Bereiche, wo man vielleicht Informationsmaterial auslegen kann. Wir haben die Fotos gemacht, noch kurz vor der wirklichen Inbesitznahme der Mitarbeiter. Wir machen jetzt in 2 Wochen noch mal dann Fotos während eben jetzt schon ein paar Wochen Betrieb oder ja, eigentlich der normale Betrieb im Gebäude läuft. Und es wird spannend zu sehen sein, wie sich nach und nach eben diese Architektur auch dann verändert oder wie dann auch die Einbauten und die Nutzung und das, was dann eben so als Leben ins Haus kommt, nochmal im Dialog zu dem steht, was wir formuliert haben. Hier gibt es dann nochmal im Foyerbereich eine 3-geschossige Treppe, die eben auch aus diesem Holz als Möbel oder als Skulpturelement bis nach im 3. Stock nach oben gezogen wird. Auch hier sieht man wieder, wie präzise und perfekt wirklich die handwerkliche Qualität auch war der Firmen, die dort tätig waren. Auch mit diesen Granitböden, die sich über die ganzen Treppen nach oben ziehen. Dann nochmal die Arbeitsbereiche, wo man auch verschiedene Cluster erkennen kann. Hier in diesen Zonen gleichzeitig aber auch natürlich mittlerweile andere Formen dazukommen, wie zum Beispiel flexibleres, offeneres Arbeiten, dann aber auch Meetingbereiche, die natürlich diese Struktur, die ursprünglich mal so als System ganz regulär entwickelt wurde, dann nach und nach aufbricht, eben mit den unterschiedlichen Anforderungen auch, die sie ergeben. Insofern erstmal eine Art Rückgrat durch diese Struktur, die dann aber jetzt eben nach und nach aufgelöst wird und freier wird. Wir haben hier dann ein paar Bilder aus dem Innenbereich auch. Dann in den oberen Geschossen haben wir dann einen Teppichboden drin, auch wegen der Akustik. Man sieht überall diese Sichtbetondecken, die wollten wir auch so beibehalten. Und dann die Akustik wurde über diese Waffeln, die von oben abhängen, gelöst. Darunter dann nochmal ein Lichtring. Und was eben schön ist, dass man von außen auch bei Nacht genau diese Elemente sieht, fast wie so eine Art Röntgenblick in das Gebäude rein. Und dann diese Diagonalen immer wieder auch von innen diese Struktur des Hauses und die Idee, aus welcher Historie eigentlich das Gebäude entstanden ist, spürbar machen. Die Möbel sind von Steelcase. Auch hier gibt es dann ähnliche Elemente, die fast, wie es zusammen entworfen worden wäre, diese Struktur von außen auch in die Objekte nach innen zieht. Das ist eben jetzt noch kurz, bevor es dann wirklich ganz fertig möbliert wird. So ein paar Einblicke in die Bürobereiche mit Blick nach außen. Dann nochmal aus der Baustelle diese Einbauten im Foyer, wenn man von oben nach unten blickt. Also man erkennt, diese diagonalen Betonstrukturen werden mit diesen Holzbalken dann wieder verbunden, die aber dann eben als weicheres Element auch erkennbar sind, dass sie aus einem anderen Material kommen. Der Bezug von innen nach außen. Hier nochmal diese großen Diagonalen im Foyer, die auch dann wieder diese großen Stehtische und Sitzmöglichkeiten, Kommunikationsmöbel darstellen. Und dann wieder der Blick von außen. Also wir gehen jetzt wieder raus, gucken auf das Haus, der Haupteingang hier. Da sieht man diese Betonstreben, die dann nochmal so einen Sockel bilden und in Kombination mit dem Holz dann die Struktur ausmachen. Der Platz davor als neuer Willkommensplatz. Dann in den Bereichen, wo sich das Gebäude ablöst, da werden später auch Autos drunter stehen, erkennt man nochmal die Struktur als Diagonalen, die bis auf den Boden gehen. Und damit eben auch nochmal Zeit, sozusagen dieses Rausstellen eigentlich aus der Landschaft in die Architektur macht, glaube ich, ja, dieses auch vielleicht dieses Bild deutlich, dass man eben in diesem lokalen Kontext sich vielleicht nochmal hervorhebt, irgendwie auch als Exzellenzfirma in dem Bereich und eben auch international wichtig ist, aber gleichzeitig eben diese Verbundenheit zur Erde und zu dem Ort bewusst ist. Gibt es hier nochmal dieses
erhöht bei Nacht, also auch die Struktur von innen leuchtet nach außen. Hier ganz schön eben nochmal der Blick auch in die Bürobereiche mit diesen Waffeln. Die Transparenz ist unglaublich präsent und zeigt auch, wie die Struktur von weiter weg wirkt, bei Nacht wie bei Tag. Und das sind so ein paar Bilder aus der Landschaftsgestaltung, bevor jetzt wirklich das Rasen wieder kommt und das Gras die Natur zurückbringt. Ja, jetzt sind wir fast am Ende. Es gibt hier noch dieses kleine Schild wieder, was uns zurückführt nach Falkenberg und das Bild mit der Burg, mit dem Campus, der am Ausrand steht und eben vielleicht in Zukunft auch noch ein paar Erweiterungen erfahren wird. Das wäre es in kurzen Worten. Ja, danke. Ja, danke, Jürgen. Das war für mich auch nochmal besonders interessant, denn ich muss gestehen, dass ich, als ich das Projekt zur Auswahl, zur Aufnahme für unser Buch und die Ausstellung vorgelegt kriegte, erstmal relativ skeptisch war und gesagt habe, das hat doch aber eigentlich gar nichts mit der Oberpfalz zu tun. Das ist doch ein Projekt, was überall stehen könnte. Ich habe jetzt viel mehr durch deinen Vortrag verstanden, habe nachvollziehen können, wie ihr zu dieser Form gekommen seid. Und ich habe mich auch letztendlich überzeugen lassen durch unsere Jury, die ja zu der Auswahl der Projekte wesentlich beigetragen hat, dass es schon ein Projekt ist, was eine große Bedeutung für die Oberpfalz ist, weil es eben auch ein Ausdruck für dieses, was du auch geschildert hast, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis dieser innovativen Firmen, mittelständischen Unternehmen, die einen großen Innovationsgrad da auch vorantreiben, ist und von daher auch eine Berechtigung hat, dass man da mit einem gewissen Selbstbewusstsein sich zeigt. Diese Besonderheiten, die du auch dargestellt hast, dass es eben diese enge Zusammenarbeit auch mit dem Bauherrn gab, die eine auch aus deiner Sicht besondere Intensität hatte und auch eine besondere Kreativität letztendlich hatte, diese skulpturale Qualität, die sich daraus entwickelt hat, das alles kann ich jetzt eigentlich ganz gut nachvollziehen. Trotzdem bleibt mir eine Frage, diese Frage der Materialität, die ja beim Michael Kühnlein in seinem Vortrag eine große Rolle gespielt hat. Er hat sehr auf Holz gesetzt. Welche Rolle spielt für dich in diesem regionalen Bezug dieser Werkstoff Beton, in dem du ja dieses Fachwerk, was als Bezugsreferenz genannt wurde, umgesetzt hast? Ja, wir haben eigentlich drei Hauptmaterialien. Das ist einmal der Granit. Das geht schon damit los, dass man auch Granit raus hämmern muss aus dem Boden, damit man überhaupt Platz fürs Gebäude schafft und fürs Fundament. Wir haben das Gebäude auch so platziert, dass man relativ wenig Granit wegbohren muss, weil das natürlich auch ein großer Kostenfaktor ist. Wir haben auch Erdbohrungen, also worüber wir eigentlich die ganze Thermik und die Energie gewinnen für das Gebäude. Das heißt also, da gibt es schon allein, sagen wir mal, die Substanz, die steinerne Substanz, die da ist, obwohl die Wiesen eigentlich alles überdecken, aber es dauert nicht viel Meter und dann ist man schon wirklich im Granitboden drin. Dann haben wir Beton eben, was sich aus diesem Stein rausentwickelt als Struktur und auch in der Größe ging es kaum anders und wurde auch so umgesetzt und das Holz ist dann eben Teil der statischen Struktur in Kombination mit dem Beton, aber dann auch für sich aussteifend. Aber die Hauptstruktur des Gebäudes selbst ist schon Beton. Aber die Materialität kommt auch wirklich sehr stark aus den Bestandsgebäuden von Brückner und Brückner, die ja eigentlich dieses Materialspiel schon entwickelt hatten und umgesetzt hatten. Und für IGZ war es wichtig, eigentlich diese Kontinuität darzustellen. Auch schon bei Brückner und Brückner sieht man, dass das erste Haus anders ist als die nächsten, die dann kommen. Also es gibt immer eine Art von Evolution oder Innovation, die dann eben aufbaut auf dem, was davor da war. Und diese Geschichte war für IGZ wichtig und war für uns auch ein interessanter Austausch, um uns einmal mit der Architektur von Kollegen auseinanderzusetzen, aber auch zu verstehen, wie so eine Firma eben über Bestand und Evolution zu Innovation kommt oder es eigentlich gemeinsam sieht, dass es eine Art von Historie gibt, die aber auch in die Zukunft trägt. Also das ist gut nachvollziehbar und ich glaube, es war eine tolle Kombination, dass wir diese beiden Vorträge, Michael und Jürgen Meyer-Haar, heute hier in Kombination hatten. Und ich will aber jetzt nicht das Schlusswort sprechen, sondern das macht die Nicola. Wir haben uns da ein bisschen abgestimmt, wer für welchen Part auch zuständig ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Beiträge und auch für die vielen, die dabei geblieben sind. Es gibt weitere Vorträge, auf die jetzt die Nicola nochmal aus Mallorca hinweist und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und Nicola natürlich einen ganz besonders schönen Urlaub.
Ja, vielen Dank, Nicola. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Michael Kühnlein, für eure fantastischen Vorträge. Tatsächlich finde ich auch, Nico, du hast es schon gesagt, du warst stutzig. Ich war ja selber, durfte selber in der Jury sein zur Auswahl der Projekte, die in euer Buch durften. Und ich, also ich habe es als Juror empfunden, dass es auch gerade wirklich dieses breite Spektrum ist, was die Oberpfalz auch mit ausmacht. Dass es eben nicht nur in Anführungszeichen bodenständige Holzbauten sind, sondern dass eben sehr, sehr unterschiedliche Projekte sind. An der Stelle möchte ich auch noch wirklich auf euer Buch hinweisen mit dem wunderbaren Brickleb, dass das wirklich ein fantastisches Bild dieser Region zeigt. Wir haben nicht nur diese beiden Vorträge, wir haben auch noch zwei weitere Abende, wiederum Mittwoch, einmal der zweite, einmal der neunte, wo wir Sie alle als Zuhörer, denen ich an dieser Stelle auch herzlich danken möchte, dass Sie zugehört haben, in die weitere Welt der Oberpfalz locken wollen. Aber beim nächsten Mal haben wir den Andreas Schmid von Bärschneider und Bärschneider. Er war heute Abend schon als Gast dabei und hat schon mal gehört, wie seine Vorgänger das hier gemacht haben. Andreas Schmid von Bärschneider und Bärschneider zusammen mit Peter Heimerl, der aus München dazu kommen wird. Und am 9. Juni haben wir Peter Brückner, auch ihn habe ich hier irgendwo gesehen unter den Gästen, zusammen mit Volker Schwab, der auch dabei war. Ich wünsche Ihnen noch bei diesen beiden folgenden Abenden sehr, sehr viel Spaß und freue mich, dass wir Ihnen auf diesem Wege die Oberpfalz vorstellen können. Sie können aber auch jederzeit jetzt wieder in die Architekturgalerie München, die Türkenstraße, kommen und die Ausstellung ansehen oder aber das wunderbare Buch aus dem Verlag Wilhelm von Nicolette Baumeister und Wilhelm Koch sich kaufen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Chat, aber da stehen nur Dankesworte drin und deshalb denke ich, gibt es keine weiteren Fragen. Bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und freue mich auf den nächsten Mittwoch, den 2. Juni, mit Andreas Schmid und Peter Heimer. Schönen Abend allen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Dankeschön. Gerne. Ciao, Nick. Schönen Urlaub. Oh, tschüss Jürgen, tschüss Michael. Vielen Dank. Ja. So, jetzt gehen da langsam alle raus. Ja, ich bin hier mit, ich bin tatsächlich jetzt, ich mache mal eben die Aufzeichnung. Du bleibst noch einen Moment. Ja, ich stoppe mal die Aufzeichnung.